Na toll. Genau das braucht man doch bei der Monsterjagd. Schlechte Sicht. Keine Sorge, Boss. Wir haben die besten Ratarenjäger des Systems. Naja, genau genommen sind sonst keine mehr übrig. Okay, mal sehen. König Prana will ausgewachsene Ratare. Meinst du, das geht, Chewie? Gut, das sieht man dann. Fangen wir welche, bevor die anderen hier auftauchen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nur das hier? Dieser gesamte Planet gefällt mir nicht. Haltet bloß die Augen offen. Ich bin gar nicht müde. Doch nicht? Du sollst Ausschau halten. Etwas. Was ist da hin? Mach genau neben mir! Sie sind hier unter uns! Los! Lauf! Oder besser! Wartet schneller! Seid doch nicht so laut! Ich würde sagen, jetzt bekommt jeder einen größeren Anteil am Bonus. Hey Bus! Jung! Wir leben! Dank mir! Diese dämlichen Rataren müssen schon schneller sein, wenn sie mich hier... Ah! Ich hab mich doch gar nicht... Also, Leute... Ich glaube, wir haben uns gerade verloren. Oh, davon bewegt sich etwas. Seid ihr das? Das braucht ihr nicht. Das waren die Ratan. So viele Ratan. Falls ihr mich hört, ich kündige. Von Regent Sol Kulvis. Das ergibt Sinn. Er ist kein Freund von König Prana. Da oben kommen wir hier raus. Wir müssen an die Oberfläche. Hier unten sind wir leichte Beute. Deine Tentakel weg! Ah.
Zeit weg. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Mal sehen, ob ich für euch einen Weg nach oben finden kann. Ich werde weggespült. Kannst du das Wasser umleiten? Sie sollten helfen. Danke, Chewie. Los, ist nicht mehr weit. Sehen aus, als hätten sie Hunger. Solange sie uns nicht fressen wollen. Diese blöden Viecher immer weniger. Super, verschwinden wir von hier. Jemand schneller, Chewie. Was meinst du? Denkst du, die würden teilen? Wir kommen nicht näher heran, wenn dieses Geschütz auf uns schießt. Wir müssen weiter nach oben.
dürft es sein. Wir kommen hoch. Oh, der Ratar schießt die Schlösser an seinem Käfig ab. Mal sehen, ob es uns hilft, wenn wir einen Ratar freilassen. Haben wir ein Problem gelöst und ein neues geschaffen. Wenn das Ding ausbricht, sind wir von ab und an. Ja, auf diese Tentakel muss man wirklich aufpassen. Aber auch Zeit. Okay, Chewie, wir brauchen jetzt noch zwei von denen. Müssen die lebendig sein?